Susul, hallo ihr Säpplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei unserer Tierärztin. Ja, irgendwie hat es gestern den Stand nicht gespeichert, deswegen habe ich jetzt nochmal ein bisschen weitergespielt. Das heißt weitergespielt, wieder auf den alten Stand zurückgespielt. Ich habe sie hier wieder eingestellt. So, ihn begrüßen wir jetzt mal noch warmherzig und dann würde ich auch sagen, gehen wir mal nach Hause, denn wir haben schon 24 Stunden geöffnet. Ich habe ihr auch gesagt, dass sie auch eine Schulung gehen soll. Oh, Rosie fühlt sich schrecklich. Er ist uns für jede Hilfe dankbar. Dann kümmern wir uns doch mal um seine kleine Rosie. Und ja, ihr seht, ich habe jetzt noch ein bisschen was mehr eingenommen. Wir haben jetzt wirklich gut Gewinn gemacht. Ich bin gespannt, wie teuer uns jetzt unsere Angestellte zu stehen kommt. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich das gelohnt hat. Ich glaube wirklich, dass sich das gelohnt hat. Tatsächlich, was mich sehr, sehr freut. Ach ja, und sie hat in der Zwischenzeit noch hier, ist hier noch aufgestiegen bei ihrer Tierarztfähigkeit auf Stufe 8. Da ist jetzt auch noch mal etwas besser geworden, aber sie hat nur ein Wandtattoo freigeschaltet. Also ihr habt jetzt nichts großartig verpasst. So, ich würde sagen, wir untersuchen vielleicht mal das Herz, wenn ihr so schwindelig ist. Der kleinen Rosie, vielleicht stimmt da ja irgendwas nicht. Ja, extreme Lethargie und langsamer Herzschlag, oje, oje. Wir könnten die Augen mal noch untersuchen. Mal schauen, ob die Augen vielleicht auch irgendwie langsamer reagieren. Das Leckerchen scheint sie auf jeden Fall noch zu erkennen. Aber sie hat eine entzündete Niedlichkeitsdrüse. Sie hat das drollige Hund-Syndrom. Ja, blöd, dass sowas sich negativ auswirkt. Weil eigentlich ist ja das niedlich zu sein, ist ja jetzt nicht wirklich eine Krankheit, ne? So, die kleine Maus ist auch gesund. Mittlerweile habe ich auch so ein bisschen ein Auge dafür entwickelt, 4 Sterne, guck mal da, habe ich auch so ein bisschen ein Auge dafür entwickelt, was eventuell beim Hund interessant sein könnte für die Untersuchung. Gina ist damit, oh Gott, Lotte ist tot, Milo ist tot, meine ich. Milo wälzt sich vor allen Dingen in der Kotze anderer Hunde. Das ist nicht so lecker. Gut, um Milo kümmern wir uns noch. Gina ist ein bisschen motzelig, weil sie ein bisschen länger warten musste. Und weil es, nee, wahrscheinlich nicht, weil sie länger warten musste, sondern weil das Wartezimmer so derart voll gekotzt ist. Ah, hier, wir müssen sie, aha, jetzt. Milo macht irgendwie einen kranken Eindruck. Kannst du ihn bitte untersuchen? Ja, der Sumpfmaul, der ist auf jeden Fall auch irgendwie so ein bisschen am Kotzen, ihm ist schwindelig. Schauen wir doch mal, was Milo hat. Vielleicht hat er sich auch zu sehr verausgabt, als er sich mit Lotte gepaart hat. Wer weiß, wer weiß. Ja, wir erwarten jetzt auch schon in den beiden Familien hier wieder Welpen. Katzenwelpen und Hundewelpen. Und ja, tatsächlich wird in der Veterinärmedizin von Katzenwelpen gesprochen. Im Norddeutschen heißt es auch geadelt, habe ich jetzt gelesen, Kitte. An Kitten angelegt, ans Englische angelehnt. So, wir untersuchen jetzt hier erstmal. Wir untersuchen auch hier mal das Herz als erstes. Ja, wenn du dich beschwerst, dass dein Hund stinkt, dann wasch ihn mal. Bade ihn mal. Unkontrollierbares Sabbern. Wir testen vielleicht doch mal die Öhrchen. Oh, kleiner Milo. Also Jungkatze, Kitte und Katzenwelpe sind so die wissenschaftlichen Bezeichnungen. Heieiei, Eichhörnchen Kratzfieber. Mit den Ohren haben wir jetzt aber schnell hier rausgefunden, was es ist. Ich finde das so süß, wie sie reagieren, wenn sie eine Spritze bekommen. Die Spritze ist tatsächlich irgendwie meine liebste Heilungsart, weil es so knuffig aussieht. Immerhin haben wir sie noch wieder auf 3 Sterne hochbekommen mit der schnellen Untersuchung hier. Sie ist immer noch am Aufwischen. Komm, mach du mal den Rest. Zeig ihr mal, dass auch die Chefärztin höchstpersönlich den Boden putzt. Ach nee, hier, kurze Schulung. Warum hat er das auch schon wieder nicht gespeichert? Das ist doch merkwürdig. So, dass sie sich nicht so herabgesetzt vorkommt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das kommt vielleicht ganz gut. Hallo, teil ihr mit, dass wir sie schulen wollen. Mifwa. Nahara, Oberoi,
Na prima, in meiner Freizeit die Schulbank drücken. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Warum werde ich gerade das Gefühl nicht los, dass sie ziemlich ironisch ist? Wir loben sie trotzdem, weil sie hat das eigentlich alles gut gemacht. Ich würde sie aber auch gerne mal überprüfen, um zu gucken, wie zufrieden sie ist. Danke, Fee. Ich bin aber auch ein toller Hecht. Irgendwie mag ich sie nicht. Die Kunden scheinen noch nicht von meiner Arbeit begeistert zu sein. Aber beschwert hat sich auch noch keiner. Ja, das kriegen wir schon hin. So, wir schließen. 2000 Simoleons, nicht schlecht. Die Servicequalität ist ausgezeichnet. Die Atmosphäre, ja, Verbesserungsbedarf wegen dem vollgekotzten Wartezimmer. Das Preis-Leistungs-Verhältnis, versuche die Gewinnspanne zu senken oder die Versorgungsqualität zu verbessern oder beides. Oh je, das hatten wir auch noch nicht. Aber wir haben einen halben Stern dazu bekommen. Wir haben jetzt 3,5 Sterne, nur 280 Simoleons haben wir an Gehältern gehabt. Das heißt, wir haben einen Nettogewinn von 2020 Simoleons gemacht. Damit kann ich nun wirklich sehr, sehr gut leben. Weil dann können wir uns nämlich jetzt auch den Bonzenmülleimer leisten. Fällt mir gerade mal so auf und ein. Das ist ja mal eine coole Sache. Wow, würde jetzt Milo dazu sagen. Oder Emma. Oder Daichi. Daichi müssen wir heute noch entkastrieren. Oder dekastrieren. Oder was auch immer. Das hätte ich eigentlich gerade mal noch machen können, ich Idiot. Wenn wir schon auf dem Grundstück waren, vom Brindleton Hospital, dann hätten wir das auch noch eben machen können. Ah. Gnarf. Ach du Scheiße, wie sieht denn Daichi aus? Das ist das, was ich jetzt schon mal angesprochen hatte in der anderen Folge, was mich mega nervt. Dass die Tiere, wenn man sich nicht darum kümmert... Ich will mal gerade was ausprobieren. Ja, ich cheate jetzt. Ich habe nämlich... Warum auch immer, habe ich jetzt irgendwie immer den Alleskönner-Cheat aktiv. Ich will jetzt mal sein... Ich will ihn jetzt mal glücklich machen. Tatsache, dann ist er auch wieder sauber. Na ganz ehrlich, ich finde das total unrealistisch. Mir hat jetzt jemand in die Kommentare geschrieben, ja, dann bade sie doch halt, wenn du in die Familie gehst. Ja, klar, aber wenn man nun mal so viele Tiere hat, dann will man auch was anderes machen, als immer nur seine Tiere zu baden, sind wir mal ganz ehrlich. Und ich finde es persönlich einfach sehr unrealistisch, dass sich die Sims da nicht auch selber drum kümmern, wenn die Zeit weiterläuft. Ich meine, wenn ich bin, dann kümmerst du dich ja auch um deinen Hund, obwohl ich gerade meinen Krams mache. Ich weiß, es ist ein bisschen doof gesprochen, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich hoffe, dass das vielleicht mal noch behoben wird. So. Wie gesagt, es nervt mich einfach. Es hält halt unheimlich auf, wenn du jedes Mal und jedes Mal und jedes Mal die Tiere baden musst. Und das ist halt nicht so pralle. So, wenn sie fertig gegessen hat, dann wäre es klasse, wenn sie noch alle Tierschüsseln füllen kann. Und dann hauen wir uns hin und gehen schlafen. Nee, noch nicht, weil wir erstmal noch das Katzenklo sauber machen. Und dann gehen wir schlafen. So, Moment, nein, ist das kaputt? Wir sind jetzt mal so dekadent und ersetzen das einfach. So, Geschäftsbudget. Vom Hospital schieben wir jetzt mal gerade 2500 hier rüber. Andersrum. Jetzt. So. Was zur Hölle? Wie lustig sah das denn gerade aus? Habt ihr es gesehen? Weil unsere Faye sich hingelegt hat, dann wird ja die Zeit automatisch beschleunigt, weil kein anderer steuerbarer Sim mehr im Haushalt ist. Oh Mann. So, die Bilder hier, die sind auch mega süß. Ich bin jetzt übrigens gefragt worden, ob ich nicht das ganze Haus planieren könnte, das ganze Grundstück das abreißen könnte und was Eigenes drauf baue. Ich meine, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Prinzipiell Bock drauf hätte ich natürlich schon, weil ich gerne baue. Aber auf der anderen Seite finde ich es eigentlich auch ganz cool, mal in einem vorerstellten Haus zu spielen und nichts Eigenes zu haben. Aber das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was euch da lieber ist. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Was hat sie eigentlich für ein Lebensziel? Guck mal hier, mit 5 Tieren befreundet sein haben wir. Erfolgreich 2 Fehlverhalten korrigieren haben wir auch. Kumpel von einem Tier sein haben wir noch nicht. Dann müssten wir uns da noch mehr mit einem Tier beschäftigen. Oha, Kitty wird Mami. Oi, oi, oi.
Kitty, das schaffst du. Oh, ich bin gespannt. Kitty ist so eine Süße, ne? Ich finde, sie ist eine unheimlich knuffige Katze. Jetzt ratzt sie uns erstmal wieder weg. Und was haltet ihr von der Idee, wenn ich als Nachnamen vom Tier immer ein Z-Ausrufezeichen als mein Zuchtkürzel setze? Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das mache ich jetzt gleich einfach schon mal bei den Kätzchen, wenn Kitty ihre Kinder bekommt. So, die Kleine, es ist ein Kätzchen geworden, ein Weibchen. So, mach mal schon mal als, das als Nachnamen. Was machen wir denn jetzt da mal? Was machen wir denn mal? Minka ist so ein typischer Katzenname für eine weibliche Katze, ne? Minka machen wir jetzt einfach mal draus. Und den Kleinen. Und da fällt mir jetzt auch schon direkt was ein. Den Namen hatte ich nämlich zuerst im Kopf, und da fiel mir ein, nein, der ist ja männlich. Und zwar Kater Mikesh. Noch ein Kater. Meine Güte, wir haben dieses Mal dreimal Nachwuchs bekommen. Was zur Hölle? Fred hat sich ganz schön ins Zeug gelegt hier. Ich könnte ihn Berlioz nennen. Das wurde der mit B oder mit P geschrieben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie drei Katzen bekommen. Errungenschaft Triple Play. Ein Sim Drillinge gebären lassen. Oh, Berlioz ist faul. Haben wir gerade schon mal rausgefunden. Heieieieiei. Hier ist ja jetzt was los mit der Rasselbande. Oh. Oh, das ist eine sehr hübsche Farbe, so. Oh. Es sind wieder mehr Kitties geworden. Oh Gott, oh Gott. Och, Gottle. Denn wann kann man so durch die Decke hovern? Oh Gott, ist das süß. Ist es goldig. Ist es goldig. Und wie immer, wenn wir Welpen bekommen, möchte ich jetzt mal gerade noch im Full-Edit-Mode schauen, wie die Kleinen dann aussehen, wenn sie erwachsen sind. Denn das interessiert mich immer sehr, 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 sehr stark. Auch so ein bisschen, um zu entscheiden, ob ich jemanden davon behalte und wenn ja, wen ich behalte oder ob ich sie alle verkaufe. Aber ich habe ja sowieso schon gesagt, dass ich das jetzt immer so mache, dass ich die Katzen dann immer einmal abspeichere. So, das ist Minka, das ist unser Weibchen. Sie sieht schon mal sehr, sehr süß aus irgendwie. Aber sie ist tatsächlich 1:1 ihr Papa, was ich ein bisschen schade finde. Sie hat nur die großen offenen Augen von Kitty. Wow, sie ist richtig rund. Sie ist schon irgendwie süß, aber sie ist richtig wuchtig. So, dann haben wir Mikesh. Mikesh hat eher die Augen vom Papa. Ach, guck mal, der hat eine Fleckennase. Er hat auch Flecken, aber eine andere Farbe. Er hat Mamas Fleckennase. Oha, guck mal, der sieht aus wie so ein richtiger Macho. So, komm mal her. So sieht er aus, oder? Alter, und es ist eine Fledermaus. Der hat ja riesen Ohren. Krass, aber er ist süß. Er hat echt so diesen Rrrr-Blick. Und das ist Berlioz. Er schaut richtig verschlafen rein. Also tatsächlich finde ich eigentlich aus diesem Wurf hier, finde ich Mikesh irgendwie am besten gelungen. Er hat so einen verführerischen Blick irgendwie, wenn man das bei einer Katze sagen kann. Ihr könnt mir gerne mal schreiben,
was ihr meint, welche Katze von, also welche Katze eurer Meinung nach am besten gelungen ist, in Anführungsstrichen. Minka, Mikesh oder Berlioz? Ich finde persönlich tatsächlich Mikesh am interessantesten. Und Mikesh würde ich eventuell tatsächlich dann auch behalten wollen und Minka und Berlioz dann weggeben. Oder mir später dann vielleicht mal Mikesh holen, noch nachträglich. Dass ich jetzt erstmal alle weggebe und ich dann quasi später noch Mikesh adoptieren würde, wenn nicht mehr ganz so viel im Haus los ist. Oder unsere Tierchen halt auch irgendwann mal sterben. Denn sehen wir mal der Realität ins Auge. Irgendwann muss jedes Tier mal gehen, so hart es ist. So, ihr Lieben. Aber ich bin gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr zu unseren neuen Miezekatzen? Und ja, damit verabschiede ich mich für heute von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!